Ich grüße dich, Abenteurer und Weltverbesserer. Und bevor wir jetzt gleich noch hier Urheberrechtsprobleme bekommen, breche ich das mal ab. Willkommen zu Let's Play Final Fantasy Type Zero HD. Frisch erschienen, gerade eben wurde es mir zugetragen, um es mal so auszudrücken. Dieser Final Fantasy Teil ist ja ein Remake. Ich glaube von der PS Vita, da bin ich gerade nicht so wirklich aufgeklärt. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Teil völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn verpasst und das kann natürlich nicht sein. Ich bin großer Final Fantasy Fan und ich möchte diesen Teil natürlich nachholen. Und das vielleicht sogar zusammen mit euch. Gerade frisch reingelegt. Hier im Hintergrund lädt gerade noch die Demo zu Final Fantasy 15 runter, denn es ist vorbestellt bei mir gewesen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dieser Teil wird uns viele Stunden unterhalten. Und damit möchte ich euch dieses Let's Play starten. Let's go! Wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen, gerade eben frisch eingelegt. Ich bin sehr gespannt. Auch dieser Screenshot sieht schon wieder atemberaubend aus. Allgemein ist ja die Final Fantasy-Reihe, finde ich, dafür bekannt, gute Geschichten zu schreiben. So, anpassen, bis das rechte Symbol kaum sichtbar ist. Ja, das können wir eigentlich gleich so lassen. Ja. Wie gesagt, ich kenne diesen Teil nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich kenne die Protagonisten nicht. Ja, das ist klar, du speicherst automatisch. Square Enix. Hexadrive. Fabian Nova Crystallis Final Fantasy. Dazu gehört auch die Final Fantasy 13 Reihe. Since the dawn of eternity, four lights of hope have shone upon the world. Men flock to these lights, around which they build four peristylia. Each peristylium becomes their faith and society, the path upon which they are set. The vermilion bird, wings of fire to lift the heart. The white tiger, steely arms by which to seize knowledge. The azure dragon, unclouded eyes that see all beneath the sky. The black tortoise, a rigid shield and a well-guarded blade. But when nine and nine meet nine, Tempest Phoenix shall be willed upon them. For without the Agito, their world, called Oriens, must persist in its spiral. Zwölfter Wassermond, 842 A.L. In this time of absolute darkness, we must unite to bring forth the light of hope. The time has come, yes. This is the dawn of a new age! And so the Milites Empire, home to the White Peristylium, invaded the neighboring dominion of Rubrum. As soon as the declaration of war was made, the Milites' main fleet swarmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the Vermilion Peristylium. A Lassie accompanied this task force. Using a Lassie to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex, a treaty created by all four crystal states of Oriens. The besieged Peristylium attempted to repel Milites' Magitek armors with powerful magic. The
not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolons. It seemed that the Militessi offensive would fail. However, the Lassie Kunmi led a special unit past Wuburn's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer, neutralizing the power of the Vermilion Bird Crystal. Severed from the source of their magical powers, the Wuburn forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Olstein demanded of Chancellor Kalian Cheval VI, the leader of Wuburn, that he surrender and transfer the Vermilion Bird Crystal to Militessi control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have 6 hours. You must comply with our demands, or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. May the crystal guide them to salvation. Of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. Einfach nur wow. Was für ein Intro. Puh, ich kann es kaum erwarten. So, wir schauen mal. Einstellungen. Optionen. Hintergrundmusik, Stimme und Effekte, Sprachausgabe. Es gibt leider keine deutsche Sprachausgabe, aber das ist ja bei Final Fantasy nichts Neues. Wir könnten auf Englisch und auf der Originalsprache Japanisch spielen. Aber ich denke mal, wir belassen es bei Englisch. Untertitel ein, Sprechernamen ein, damit wir die Leute natürlich auch kennenlernen. Verstärkung aus der Akademie. Während Mission Verstärkung durch Mitglieder der Akademie anfordern, ablehnen. Ich lasse es einfach mal alles hier auf Standard. So, Steuerung. Die Y-Achse. Ich muss immer kurz... Ich komme da immer mit durcheinander. Wenn man die Kamera nach oben und unten bewegt. War, glaube... X. Da spiele ich immer gerne umgekehrt. Und sonst lassen wir alles auf Standard. Und sonst muss ich halt gucken, wie es läuft. Und die Helligkeit haben wir ja schon eingestellt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich habe mich total vergessen, meine Uhr zu stellen. Starten wir im nächsten Part mit der Geschichte zu Final Fantasy Type-Zero HD. Das Intro, wie gesagt, hat mich immer ziemlich geflasht. Und ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Also bis dahin. Ciao.